Heute beginnt unsere Geschichte in der ruhigen Vorstadt von Mentos, USA, die nur 25 Meilen nördlich der Innenstadt von Los Angeles liegt und an den Angeles National Forest angrenzt. Hier wohnt die Familie Pardo, bestehend aus Bruce Pardo, der zu diesem Zeitpunkt 42 Jahre alt ist, und seiner 40-jährigen Ehefrau Sylvia. Für das Paar hätte es kaum idyllischer aussehen können. Sie hatten gerade geheiratet, nachdem sie sich 2 Jahre zuvor kennengelernt hatten, und ihre kombinierten Einkünfte betrugen rund 150.000 US-Dollar. Ihr Haus hatte einen Wert von 500.000 Dollar und sie teilten es mit ihrem geliebten Hund Saki. Doch das Glück währte nicht lange. Im Dezember 2007, weniger als 2 Jahre nach ihrer Hochzeit, schlief Sylvia in einem separaten Zimmer und verbrachte die Wochenenden bei ihren Eltern. Nur 2 Monate später sagte sie ihm, dass sie die Scheidung wolle. Laut Gerichtsunterlagen gab Sylvia an, dass Bruce während der Beziehung von ihr verlangt habe, sich um ihre eigenen 3 Kinder mit ihren eigenen Finanzen zu kümmern. Außerdem war er zögerlich, ein gemeinsames Bankkonto zu eröffnen, was darauf hindeutet, dass sowohl finanzielle als auch verpflichtungstechnische Probleme eine große Rolle bei der Trennung des Paares spielten. Ein weiterer wesentlicher Faktor für das Scheitern ihrer Ehe war die Entdeckung von Sylvia, dass Bruce einen geheimen Sohn hatte. Matthew war 9 Jahre alt und erlitt 2001, als er noch ein Kleinkind war, schwere Hirnschäden, nachdem er alleine mit Bruce in einen Hinterhofpool gefallen war. Nach dem Unfall weigerte sich Pardo, die immer höher werdenden medizinischen Kosten zu bezahlen. Daher verklagte ihn Elena Lucano, seine damalige Freundin, auf Kosten in Höhe von 340.000 US-Dollar. Lucano erhielt Geld aus Bruces Hausbesitzer Versicherungspolice in Höhe von 100.000 US-Dollar. Und rund 36.000 US-Dollar wurden in einen Treuhandfonds für Matthew eingezahlt, der nun ständige Pflege benötigt. Bruce Pardo hat nie wieder Geld für seinen Sohn bereitgestellt und ihn auch nie wieder gesehen. Trotz dieser Tatsache gab er ihn jedoch immer noch als abhängige Person für steuerliche Zwecke an, was weder Sylvia noch Elena bekannt war. Mit dem frühen Scheitern ihrer Ehe entwickelte sich die Beziehung zwischen Bruce Pardo und seiner Frau sehr schnell zu einem erbitterten Streit. Sylvia reichte Gerichtsdokumente ein, in denen sie Anwaltsgebühren und über 3.000 US-Dollar monatlichen Unterhalt forderte. Sie ließ auch durchblicken, dass er ihre 90.000 US-Dollar Ersparnisse innerhalb von nur 2 Monaten auf 17.000 US-Dollar reduziert hatte und legte nahe, dass er das Geld heimlich auf ein privates Konto abzweigte. Nun, ich weiß, dass das alles ein bisschen trocken wird, aber es ist alles relevant. Im Juni 2008 ordnete ein Scheidungsgericht an, dass Bruce seiner Frau monatlich 1.785 US-Dollar als Unterhalt zahlen muss. Während des Scheidungsverfahrens vertraute Bruce einem Freund an, dass seine Frau ihn in seinen Worten ausnehmen würde. Und um die Dinge noch schlimmer zu machen, nur einen Monat später, im Juli, wurde Bruce aufgrund von Abrechnungsfälschungen von seinem Job als Elektroingenieur entlassen und das Gericht setzte seine Zahlungen aufgrund von Arbeitsplatzschwierigkeiten aus. Gerichtsunterlagen zufolge durfte Bruce das Haus behalten, musste aber Sylvia im Rahmen der Scheidungsvereinbarung 10.000 US-Dollar zahlen sowie ihren wertvollen Diamantring zurückgeben. Außerdem erhielt sie das volle Sorgerecht für den Familienhund, was ihren Ehemann wütend machte. In einer Gerichtserklärung behauptete er, dass Sylvia mietfrei bei ihren Eltern lebte, verschwenderisch auf Glücksspielreisen nach Las Vegas, ein Luxusauto, Mahlzeiten in gehobenen Restaurants, Massagen und sogar Golfstunden ausgab. Im Grunde genommen war ihre Ehe zu diesem Zeitpunkt ein großes altes Desaster. Und der Ärger, die Frustration, die Niederlage und die bittere Wut begannen in Bruce Pardo zu schwelen. Polizeiberichte bestätigen, dass seine Scheidung am 18. Dezember abgeschlossen wurde, nur 6 Tage vor dem Vorfall. Und nur 2 Tage zuvor sagte er seinem Anwalt, dass er immer noch versuchte, das Geld für die Scheidungsvereinbarung aufzutreiben, also hatte er Schulden. Er hatte seine Frau und dann seinen Job verloren, sogar seinen geliebten Hund. Diese Dinge brachten ihn völlig zu Boden. Nun bringt uns die Geschichte nach Covina,
einer ruhigen Vorstadt nur 22 Meilen östlich von Downtown LA. Es ist eine Nachbarschaft, die hauptsächlich von Rentnern und älteren Menschen bewohnt wird. Es war eine Familientradition, dass jedes Jahr eine Weihnachtsfeier im Haus von Silvias Eltern in Covina stattfand. Auf einem Foto sieht man sie mit ihren 5 Kindern, einschließlich Silvia. Jedes Jahr verkleidete sich ein Nachbar als Weihnachtsmann und klopfte an ihre Tür. Pardo nutzte diese Tradition offenbar, um sich zu verkleiden und so Zugang zum Haus zu erhalten. Am Heiligabend 2008, um 23.30 Uhr, klopfte Pardo an die Tür des ehemaligen Hauses seiner Schwiegereltern, wo Silvia Pardo und 25 ihrer Freunde und Verwandten die Party genossen, die zu diesem Zeitpunkt in vollem Gange war. Pardo war als Weihnachtsmann verkleidet, versteckte 4 halbautomatische Handfeuerwaffen und trug eine große, in Geschenkpapier verpackte Schachtel bei sich. Die Tür wurde von Katrina geöffnet, der 8-jährigen Nichte von Pardo, die die Tochter von Silvias Schwester Letizia war. Sie öffnete die Tür, überrascht und aufgeregt, den Weihnachtsmann mit einem großen Geschenk zu sehen. Dann schoss Pardo ihr aus nächster Nähe ins Gesicht. Pardo trat ein und begann wahllos auf die Gäste zu schießen, die sofort versuchten, sich zu verstecken oder durch Fenster zu entkommen und die Treppen hinaufzulaufen. Pardo schoss weiter auf sie, während sie versuchten zu fliehen. Er tötete auch diejenigen, die versuchten, sich hinter Möbeln und unter dem Esstisch zu verstecken. Zu diesem Zeitpunkt sah ein Nachbar einen jugendlichen Jungen aus dem Haus rennen und schreien: „Sie haben meine Familie erschossen!" Nachdem Pardo mit den Schüssen fertig war, packte er das mitgebrachte Geschenk aus und enthüllte einen selbstgebastelten Gasverteiler. Er verwendete das Gerät, um das Innere des Hauses mit einem brennbaren Dampf aus hochoktanigem Rennbenzin und Druckluft zu besprühen. Der Dampf entzündete sich durch eine offene Flamme und erfasste das Gebäude fast sofort, einschließlich Bruce Pardo selbst. Zeugen sahen Menschen aus Fenstern im 2. Stock springen, um den Schüssen und den schnell wachsenden Flammen zu entkommen. Das Feuer brannte so intensiv, dass es eine Höhe von 12 bis 15 Metern erreichte und 80 Feuerwehrleute 1,5 Stunden brauchten, um es zu löschen. Die oberste Etage des Hauses stürzte aufgrund der Heftigkeit des Brandes auf die untere Etage. Aufgrund der Schwere des Feuers waren die Leichen stark verbrannt und Identifikation war nur durch zahnärztliche und medizinische Unterlagen möglich. Die Löscharbeiten wurden anfangs behindert, weil die Feuerwehrleute aufgrund der noch immer im Haus abgefeuerten Schüsse von der Polizei zurückgehalten wurden. Es wurde jedoch später spekuliert, dass dies wahrscheinlich nicht abgefeuerte Munition war, die in den Flammen brannte. Erst nachdem das Feuer vollständig gelöscht worden war, konnten Polizei und Feuerwehr bestätigen, wie viele der vermissten Familienmitglieder tot waren. Insgesamt wurden 9 Menschen entweder durch Schüsse oder das Feuer getötet. Bei dem Angriff wurden auch 3 Personen verletzt. Ein 16-jähriges Mädchen wurde in den Rücken geschossen und verwundet. Eine Frau brach sich beim Sprung aus ihrem Fenster im 2. Stock den Knöchel, um zu entkommen. Und Pardos Nichte, die die Tür geöffnet hatte, wurde ins Gesicht geschossen. Sie überlebte den Angriff erstaunlicherweise mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen. Ihre Mutter, die den Angriff ebenfalls überlebte, lief zu einem Nachbarn, um die Polizei zu rufen. Covina 911. Hello, hello. Hi. Who's coming? What is your house? Ma'am, is the guy in your house right now? Okay, ma'am, hold on. Is he at your house? Yes, he's just the shooting. What do you think his name is? Bruce? His name is Bruce Pardo. Okay, and who is he to you guys? Who is he to you? He's my ex-brother-in-law. They're going through this right now. Okay. With my sister. Hold on 1 second, okay? I don't know who else is alive. I know, ma'am. Just stay on the phone with me, okay? My whole family, there's 30 people, 25 people. I know. It's okay. The officers are there. They're trying to get to you guys, okay? He came in through the entrance of the door.
and it was a Santa Claus suit, and I didn't see them when he shot. I heard the shots, and they were like poppers, and I wasn't sure what it was, so everyone started panicking and running, so we all dove under the dining room. Some of us dove, some of us left. I don't know. My mom's house is on the... Ma'am, the fire department's there, okay? What's he wearing? Yeah, what is he wearing? Please. What is he wearing? Please tell me. My nephew's... What is he wearing now? He changed his clothes from Santa Claus clothes. Okay, let me know what he's wearing. Black clothes. All black? Walking on neighbor's doors. Nach dem Angriff zog Pardo seine normalen Kleider an und fuhr zu seinem Bruder, der 30 Meilen entfernt in Sulmer wohnte. Bruces Bruder Brad war tatsächlich selbst an diesem Abend auf einer Weihnachtsfeier gewesen. Als er nach Hause zurückkehrte, entdeckte er, dass sein älterer Bruder gestorben war. Die Polizei traf schnell ein und nahm den Körper von Bruce Pardo mit. Er wurde durch einen selbst zugefügten Kopfschuss getötet. Aber Bruce Pardo war noch nicht fertig. In einem Versuch, auch aus dem Grab heraus noch eine letzte verheerende Tat zu begehen, hatte Pardo seinen gemieteten 2008 Dodge Caliber mit Überresten seines Weihnachtsmann-Kostüms präpariert und eine selbstgebaute Brandsatzbombe platziert. Der Brandsatz bestand aus etwa 500 Patronen und einer erheblichen Menge Schießpulver. Glücklicherweise wurde die Sprengfalle entdeckt und der Bombenentschärfungsdienst wurde gerufen. Sie warfen ein Brandmittel in das Auto, lösten die Falle aus und hüllten das Fahrzeug in Flammen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Es scheint nicht, dass Suizid Teil von Bruce Pardos ursprünglichem Plan war. Er hatte ein Flugticket für einen frühen Weihnachtsmorgenflug von L.A. nach Kanada gekauft und wurde mit $17,000 in bar an seinem Bein gefunden. Es wird stark vermutet, dass seine Planänderung auf schwere Verbrennungen dritten Grades an seinem ganzen Körper, insbesondere an Armen und Beinen, zurückzuführen war. Die Polizei beschrieb, wie Teile des Weihnachtsmann-Kostüms mit seiner Haut verschmolzen waren. Bei der Durchsuchung seines Hauses in Montrose evakuierte die Polizei die umliegenden Häuser, falls er dort ebenfalls eine Bombe hinterlassen hatte. Im Inneren seines Hauses fanden sie mehrere 13-Schuss-Handfeuerwaffen, über 200 Schuss Munition, leere Pistolen und Munitionskisten, zwei leistungsstarke Schrotflinten, eine Versorgung mit Rennbenzin und einen Behälter für hochoktanigen Kraftstoff. Sie fanden auch eine Box für den Kompressor, der im selbstgebauten Flammenwerfer verwendet wurde, den die Feuerwehr noch nie zuvor gesehen hatte. Pardo hatte ihn mit seinem Fachwissen, das er durch seine frühere Arbeit in der Luft- und Raumfahrtindustrie erlangt hatte, gebaut. Es wurde später enthüllt, dass Bruce Pardo eine noch längere Todesliste hatte als zuvor angenommen. Ein zweites Auto wurde in der Nähe des Hauses von Silvias Scheidungsanwalt gefunden und darin befanden sich Landkarten, Kleidung und ein Treibstofftank. Jedoch erreichte er sein Ziel nie. Offensichtlich entschied er sich stattdessen dafür, sich selbst umzubringen. Er hatte sogar geplant, seine eigene Mutter zu töten, weil sie während des Scheidungsverfahrens Mitleid mit Silvia hatte. Tatsächlich war sie auch zu der Party eingeladen, blieb jedoch zu Hause, weil es ihr nicht gut ging. Später bat sie darum, dass die $17,000, die bei ihrem Sohn gefunden wurden, zusammen mit allen Geldern aus dem Verkauf seines Besitzes in einem Fonds für Silvias Kinder hinterlegt werden sollten. Aber was ist mit den anderen Überlebenden des Angriffs? Nun, Letizia schreibt jetzt einen Blog auf letiziashow.com, indem sie über das Überleben der Tragödie spricht und gleichzeitig Hoffnung und Familie erforscht. Es ist wirklich inspirierend, wenn man bedenkt, was sie durchgemacht hat. Ihre Tochter Katrina, die 8-Jährige, die ins Gesicht geschossen wurde, hat sich inzwischen vollständig erholt und setzt sich als Erwachsene gegen Waffengewalt ein. Sie tritt für Änderungen in den Waffengesetzen ein. Bruce Pardo hatte keine Vorstrafen und keine Gewalttätigkeit in seiner Vergangenheit. Seine schockierten Freunde sagten, dass nichts darauf hindeutete, dass er kurz vor einem mörderischen Amoklauf stand. Er hatte sogar Pläne mit Freunden für die Weihnachtszeit und darüber hinaus gemacht. Der Leiter seiner Kirche beschrieb ihn als den nettesten Kerl, den man sich vorstellen kann, immer angenehm im Gespräch, immer mit einem großen Lächeln. Nachbarn beschrieben ihn als sehr nett, kontaktfreudig und jemanden, der sein Zuhause immer für die Feiertage schmückte.
Ein anderer Nachbar sagte, dass er Pardo gerade 2 Stunden vor dem Angriff in seinem Garten getroffen hatte und er normal erschien und ihm sogar frohe Weihnachten wünschte. Wie konnte also dieser scheinbar normale Mann 9 Mitglieder einer unschuldigen und von ihren Nachbarn und der Gemeinschaft sehr geliebten Familie auslöschen? Er hinterließ 13 junge Waisen. Dieser Fall wirft so viele unbeantwortete Fragen auf, wenn man versucht, einen sinnlosen Akt zu verstehen. War er ein Monster in Verkleidung oder haben der Druck und das Scheitern seiner Ehe, Schulden und eine Mischung aus Hass und Wut einen gewöhnlichen Mann in ein Monster verwandelt? Vielleicht war es ein bisschen von beidem. Wie auch immer, nichts könnte seine Handlungen rechtfertigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde gerne Ihre Gedanken zu diesem Fall in den Kommentaren unten hören. Ich verspreche, dass ich versuchen werde, alle zu lesen. Und wenn Ihnen dieser Fall interessant erschien, würde es mir die Welt bedeuten, wenn Ihnen das Video gefallen hat und Sie sogar erwägen würden, den Kanal zu abonnieren. Nochmals vielen Dank. Seien Sie kein Fremder.